Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading Mittagsreview. Und zwar wollen wir uns hier mal die europäischen Indizes anschauen, die wir ja heute Morgen bereits singulär sozusagen für die Kristallkugelbeschau unter die Lupe genommen haben. Wir sehen jetzt hier im MT4 zunächst eben die vier Indizes des europäischen Sektors, um die es ging. Oben den DAX, rechts Euro Stoxx 50, darunter UK 100 ist der FTSE 100 und hier Frankreich, der Coqueron 40. Und wir sehen die Indizes hier nach zunächst gerade der DAX anfänglich positiven Impulsen hier wieder im Rückzug begriffen. Der FTSE 100 hier schon etwas deutlicher, genauso wie der Coqueron 40 oder auch der Euro Stoxx. Wir sehen hier halt eine gewisse Outperformance beim DAX derzeit gegenüber den anderen Indizes. Das ist schon mal ganz interessant zu beobachten, aber wir schauen uns auch nochmals kurz die Fuzzy-Logik an des Morgens. Das sind die Charts, die sozusagen vorausschauende Kristallkugel-Begutachtung des möglichen Verlaufs. Und da sehen wir schon, dass der DAX tendenziell neben dem Euro Stoxx eigentlich hier eine positivere Tendenz aufweist, als eben hier zum Beispiel der Fuzzy oder der Coqueron. Das heißt, hier unterm Strich sollte man in Kürze gerade bei dem Indizes aus England und eben Frankreich mit einer weiteren Delle zur Mittagspause rechnen. Bis hier zum Nachmittagshandel scheint es hier dann durchaus noch weiter runtergehen zu können. Und das ähnliche Bild auch hier beim DAX, wenngleich es dann hier zu den Abendstunden durchaus gerade am nächsten Tag dann hier wieder eine freundlichere Tendenz geben dürfte. Man sieht also heute eher eine Seitwärtstendenz bis auf den Euro Stoxx 50, der sich hier eben durchaus von der FTSE-Logik her noch ein bisschen stabiler präsentiert, aber der Montag halt hier durchaus auch als Tag gerade am Forex-Markt der Findung zu definieren und deswegen nichts Ungewöhnliches, dass hier auch die sozusagen FTSE- und Vektorlogik-Tendenzen hier eine gewisse Instabilität in Sachen Trendbewegung aufweisen. Das zeigen auch hier die gewissen Trendimpulse, die wir hier in der MetaTrader-Template sehen. Das sind praktisch hier Indikationen, die Trendstärke untermauern. Rot 50 bedeutet, hier haben wir Trendpower. Alles, was unter Rot 50 und unter Blau 50 ist, ist als neutral zu werten. Und genau da haben wir hier diese drei Indizes zu sehen. Der DAX hier mit Blau 51, das heißt durchaus positives Momentum im Anmarsch. Und das könnte man auch mutmaßen. Der Chart, wie gesagt, auch in der generellen Betrachtung aller vier Indizes durchaus stabil, konstruktiv ausgerichtet. Hier sehen wir auch aktuell in der laufenden Stunde eine Hammerkerze. Also die Tagestiefs bzw. die Tiefs nach dem Auftakt sind hier hochgekauft worden. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie kann es hier weitergehen? Wir sehen hier die Range, die durchschnittliche Tagesrange ist hier noch nicht ausgeschöpft. Das kann hier mit Blick auf die vergangenen 14 Tage hier durchaus in Sachen Range-Berechnung heute mit einem Ausbruch noch in Richtung 10.833 gehen, rein von den statistischen Rahmendaten. Auf der Unterseite sehen wir hier durchaus Tiefs im Bereich knapp 10.600, wenn wir neue Tagestiefs machen. Rein technisch kann man aber hier ableiten, dass der DAX hier so ein bisschen den Deckel gerade drauf hat. Und wenn hier Impulse kommen sollten oder sollen vielmehr, dann müssen wir das heutige Tageshoch rausnehmen. Dann müssen wir hier auch diesen kurzfristigen Abwärtstrend brechen. Das heißt, hier sind Niveaus idealerweise oberhalb der runden Hausnummer von 10.800 Punkten notwendig, damit der DAX hier eben weitere Aufwärtsimpulse vollziehen kann und uns dann sozusagen auch den Ausblick gibt, hier wirklich eine weitere positive Tendenz an den Tag zu legen. Das muss ich, wie gesagt, dann erstmal zeigen. Rein von der Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Tage, also jetzt hier wirklich mal kurz weg aus dem Stundenchart, sondern hier eben mit Blick auf den Februar, sehen wir durchaus eine sehr, sehr saisonal bullische Tendenz. Das spricht also eigentlich für einen positiven Fortbestand der jüngsten Erholungen. Und wenn wir uns jetzt mal hier kurz den DAX nochmal auf dem größeren Zeitfenster anschauen, hier auf Tagesschartebene, sehen wir, dass wir hier oben aktuell auch eine große Konsolidierung laufen haben. Ja, also hier auf der Tagesschartbasis sehen wir ähnlich wie beim Euro Stoxx 50 im Intraday-Chart, auch vorhin auf dem JFD-Desktop ja analysiert, dass wir hier sozusagen eine Konsolidierung haben. Das ist nicht ganz sauber ein symmetrisches Dreieck, aber das sieht hier definitiv nach einer Konsolidierung auf hohem Niveau aus. Das heißt, wenn wir hier oben rausbrechen, über 10.800 Punkten heute oder morgen, dann dürfte viel Momentum wieder reinkommen und der DAX dann entsprechend weiter nach oben gehebelt werden. Ganz anders sieht es aus,
wenn wir hier signifikant, da haben wir einen schönen Supportbereich hier auf Tagesbasis, wenn wir hier eben die Niveaus von 10.600/10.550 Punkten nach unten brechen. Das wäre dann doch schon ein Signal an die Bären, was dann hier sicherlich eine weiter fallende Tendenz begünstigen würde. Wir werden das in jedem Fall hier auf dem JFD Desktop beobachten, da der DAX ja ohnehin schon das oder schlechthin das beliebteste Underlying schlechthin ist. Insofern muss man den DAX immer wieder auch mal unter die Lupe nehmen. Und wir werden das in jedem Falle tun und hier genauer schauen, was der DAX tut. Aktuell, wie gesagt, unterhalb dieser kurzfristigen Abwärtstrendlinie scheint er hier ein Stück weit zurückkommen zu wollen. Die anderen Indizes sind hier noch bei Weitem nicht in der Verfassung wie der DAX. Also hier deutet sich auch eine weitere Konsolidierung an. Heute also, um ehrlich zu sein, viel mehr als seitwärts mit kleinen Impulsen ist hier praktisch nicht zu erwarten. Wir werden sehen, was der Nachmittag bringt. Wir haben noch einige Daten in Sachen News vorliegen, was denn da heute noch auf uns niederströmen kann. Das schauen wir uns nochmal kurz an. Und da gilt es natürlich dann hier auf den Nachmittag zu achten. Da haben wir hier aus den USA einiges, was schon vorbörslich kommt, Schrägstrich 15:45, dann natürlich eine Viertelstunde nach Eröffnung. Aber hier der ISM Einkaufsmanager Index für das verarbeitende Gewerbe Januar ist sicherlich dann hier jetzt nur nochmal ein möglicher Impulsgeber. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für das heutige JFD Devisen. Ach, Devisen für das JFD Live Trading TV. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, schalten Sie heute Abend ein. Da gibt es nochmal ein kleines Special zu den US-Indizes oder dann morgen auch wieder zum JFD Devisenradar. In diesem Sinne, einen schönen Handelstag noch und auf bald, Ihr Christian Kemmer.